schnell das Boot anhängen, an das Auto, ab ans Wasser und dann sagen wir euch gleich ja, ein bisschen mehr, was wir heute vorhaben. Also, bis gleich. Ja, mein Trailer war vorher ein bisschen anders verzurrt und das ging mir ehrlich gesagt nach der Holland-Tour ein bisschen auf dem Sender, jedes Mal so typische Spanngurte zu ratschen, um das Boot zu befestigen. Und daraufhin habe ich gesagt, nach der Holland-Tour, da muss was geändert werden. Und gesagt, getan, Boot buckelt. Ich zeige euch gleich mal, wie das geht. Richtig gut, richtig schnell. Da verliert man keine Zeit an der Slippe. Großes Dankeschön an Bootshandel Chiemsteedt, die schnell organisiert haben und zur Verfügung gestellt haben. 4 Stück und ja, ich zeige euch mal eben, wie das unkompliziert und schnell geht. Willkommen zurück bei WeHookIt Project Sea Trout. Ja, wir haben heute vor, eine weitere Folge für euch zu drehen. Wie ihr vielleicht erahnen und sehen könnt, sind wir heute mit dem Boot unterwegs. Wir wollen vom Boot aus mit der Spinnrute heute ein paar mehr Forellen für euch erwischen. Wir verziehen uns dabei in die Innförde. Draußen um die Ecke geguckt, ist das ein bisschen zu windig. Der Wind hat ein bisschen aus Nord gedreht. Dementsprechend wird das kein oder würde es kein entspanntes Angeln werden, weil wir dann einfach zu doll in der Welle stehen. Deswegen gehen wir in die Innförde, haben da ein paar schöne Spots, wo auch in den letzten Tagen von ja, sämtlichen Bekannten gut gefangen wurde. Und wir versuchen uns da mal bei den Fängen einzureihen und ja, mit dabei Alex, wie ihr uns schwer erkennt. Ich glaube, das wird wieder ein lustiger Tag mit dem einen oder anderen schlauen Spruch, glaube ich. Das ist immer garantiert. Ja, sonst willst du noch was sagen? Ja, Timo sagte gerade schon, wir haben ja ziemlich viel Wind gekriegt über die Nacht zum Wochenende hin. Ursprünglich wollten wir eigentlich mit der Fliegenladder auf Meerforelle fischen, aber das ist ja uns, glaube ich, etwas zu nervig. Hier zu zweit mit den Fliegenschnüren und dann bei dem Wind. Ja. Deswegen haben wir gesagt, machen wir eine reine Spinntour. Wetter seht ihr, glaube ich, an unseren Gesichtern. Reißt langsam auf, soll zum Mittag hin ziemlich gut werden, beziehungsweise ziemlich sonnig werden, immer noch viel Wind. Aber wir werden gleich mal die ersten Plätze hier vorne anfahren. Mal schauen, ob die ersten Forellen dann auch schon beißen. Ist so. Haben wir lange genug rumgespielt mit Trailern und, und so, jetzt lass uns angeln, komm. Ja. So, dann. Der Seemann. Kescher haben wir mit, ja. Ja. Richtig großes Netz. Richtig großes Netz. Ich muss dem Kameramann noch was beichten, Film machen. Ja, weil das heute so alles reibungslos läuft, verlegen wir jetzt von der Slippe in die zweite Slippe an den Hafen. Ich muss noch mal zum Auto, ich habe die Batterie. Hauptschalter vergessen von der E-Winde rauszudrehen und mitzunehmen. Der steckt noch im Auto. Von daher, in 5 Minuten geht's los. Oh, ah, das Manöver mit dem Batteriehauptschalter ist geglückt. Jetzt sind wir endlich auf dem Boot und jetzt fahren wir zu den ewigen Fanggründen auf Meerforelle. Also drückt uns die Daumen. Ja, wir sind am ersten Spot angekommen. Wir stehen hier auf so einem Flachwasserplateau, würde ich sagen. So ein bisschen Mischgrund, ein bisschen Sandbänke, ein bisschen Kraut, ein bisschen Stein, ein bisschen Muschel. Mit etwas Glück sehen wir das auf der Drohne. Es gab schon den ersten Nachläufer, der so kurz vorm Biss stand oder wirklich vom Boot abgedreht ist. Anscheinend stehen wir hier nicht so verkehrt. Wir sind heiß, wir wollen jetzt die ersten paar Würfe, haben wir schon gemacht, nicht wollen wir machen und hoffen, dass hier gleich Fisch kommt. Ansonsten gucken wir mal, es ist relativ windig hier, dass wir gleich, wenn hier nichts geht, so in den nächsten 15, 20 Minuten weiter Richtung Innförde rein, ein paar Spots abfischen, aber erstmal probieren wir es hier. Schade mit dem Nachläufer. Das ist ja geil auf Drohne, ne? Schon, schön zu Anfang, zack, krumm die Stute, hätte ich was gesagt, die Rute. So, Freunde, wie ihr seht, habt ihr bis jetzt nichts gesehen. Viel kam nicht, außer bei Timo der eine Nachläufer. Wir werden jetzt mal von hier langsam verschwinden und weiter Richtung Innförde fahren. In der Hoffnung, dass wir da ein paar mehr Meerforellentrupps sehen. Ne? So schaut's aus.
take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, yeah, run it, run it. Ooh, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah. Das ist immer anders als Sackweiße. Ich bremse immer mit dem Finger, damit die Schnur stramm zieht. Ja. Weißt du? Da Fisch. Oh nein, weg! Echt? Scheiße, ja. Oh. Oh. War sie da? Ja. Das muss gleich noch eingiebsen. Schön beim Stehen lassen angekurbelt und dann, oh, und dann weg. Zack, 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 zack. Ich hab mich schon richtig gefreut. Hast du 15 Gramm drauf? Ja. Schön, wenn hier gleich noch eine rauskommt, wa? Oh, das wäre herrlich. Ich war auch richtig aufgeregt gerade. Haben wir auch gar nicht gehört, ne? Wie der Exhibit. Ich wollte es auch gerade sagen. Exhibit. Ex to the Z. West Coast Custom. Pimp my ride. Das war so krank, wie man sich auch abgefeiert hat, wenn man gesehen hat, dass sie hinten eine Playstation eingebaut haben. Ja, und eine Riesenmonitore mit dem GFK-Ausbau, Subwoofer. Ja, genau. Ja, das ist windig, das ist wellig, das ist nass. Wir sind jetzt hier unter Landschutz. Das ist deutlich mehr, als was wir uns hätten vorstellen können oder was die Vorhersage auch vorhergesagt hat. Es ist sehr schwierig, an Fisch zu kommen. Alex hatte ja vorhin, das ist glaube ich auch auf Kamera drauf, noch ein Fisch kurz drauf gehabt, aber das war's auch. Und wir haben uns eben mal ans Kieler Ostufer geparkt, um zu gucken, wie es da aussieht. Das ist unfischbar. Da ist 1,5 Meter Welle, das Boot geht rauf und runter, kann man nicht fischen. Wir sind jetzt hier in der Innförde in der Nähe von der Werft, machen hier ein paar Würfe und dann gehen wir raus wieder Richtung Hafen, wo wir geslippt haben. Da sind noch ein, zwei Spots, die wirklich gut sind und richtig im Windschutz. Und da werden wir uns den restlichen Tag wohl vergnügen müssen, weil alles andere ist einfach zu heftig. Was will man machen? Wir versuchen am Ball zu bleiben. Und ich glaube, Alex wollte auch noch was sagen, so wie er guckt. Ich weiß nicht, ob man mich vernünftig versteht, aber hardcore. Der Wind ist so krass, wie Timo schon sagte. Wir haben uns das tatsächlich gar nicht so doll vorgestellt, aber es ist wirklich ziemlich doll. Deswegen werden wir, ja, wie Timo sagte, schon 2-3 Spots noch anfahren. Ja, in der Hoffnung, dass sie dann vielleicht noch mal beißen, weil bisher war es recht verhalten. Wir ziehen unsere Blinker, glaube ich, schon zum 980. Mal durchs Wasser. Fisch der 1000 Würfel kommt gleich, 20 Würfel noch. Ich hoffe, wir können euch gleich noch einen Fisch präsentieren. Hast du? Ja. Alter, die kam hier vorne, hat sie gebissen. Ja, geil, Alter, hier vorne, kam gerade mit. Hier vorne gebissen. Oh, schön gekeschert. Jawohl, endlich. Und man kann wieder sagen, das Boot hat wieder nicht geschneidert. Oh, war die Fische hier, nimmer. Schön. Wo noch? Oh, es war eine kleine, aber das Geile war, ich habe sie hier vorne beißen sehen. Ich habe nur den Schatten in der Schießen sehen und dann hat sie gebissen. Hammer. So, ich habe meine Route gerade zerstört. Was? Wie das denn? Warte. Alter, wie das nein. Denn? Kannst du mal zeigen? Wie das denn? Ich habe die hier so unterliegen gehabt und habe die hochgenommen. Nein! Halt's Maul! Das ist wieder so krank. Schön. Die packe ich jetzt mal weg. So was Krankes. Schöner kleiner Gröni. Ganz vorne im Maul gehakt. Blutet ein bisschen, aber das macht nichts. Guckt euch den Fisch an, Freunde. Der geht jetzt auch direkt wieder zurück. Und schwupps. Petri. Ja, wie ihr eben gesehen habt, endlich gab es die lang ersehnte Mefo. Kleiner, schöner Gröni. Und mal wieder muss man sagen, das Boot hat noch, bisher noch nicht geschneidert. Dank Alex seiner Entschneiderungsforelle.
Ja, da ging es Schlag auf Schlag, inklusive Rutenbruch. Ja, hat Alex direkt, glaube ich, fast mit dem zweiten oder dritten Wurf danach noch mal eine drauf gehabt, leider verloren. Und ich hatte noch mal einen Nachläufer mal wieder gehabt, der sich wirklich den Köder nur angeguckt hat. Ja, wir hoffen mal, dass das hier so bleibt mit der Frequenz, noch ein bisschen Fisch für euch rauskommt. Auf jeden Fall sind wir hier wohl nicht ganz so falsch. Ehrlich. Schön. Langsame Köderführung. Und da ist der Fassbude Nummer 2 im Arsch gewesen. Ich bin da schön raufgetrieben mit dem Fuß. War wieder langsam geführt? Ja. So? Ja. Yep. Das ist Petri, Alex. So, Freunde, ihr habt gerade gesehen, es gab die zweite. Es war auch so ein ganz kleiner Spritzer, aber immerhin, man freut sich ja, wenn der Tag zäh läuft, freut man sich über jeden Fisch. Egal ob groß oder klein, Hauptsache das zubbelt erstmal in der Rute. Sie sind scheinbar nicht ganz so schnell unterwegs heute. Von daher, ja, Timo, was sagst du? Wir freuen uns, dass wir wenigstens noch mal zwei vor die Kamera bis jetzt gekriegt haben. Das ist echt würdig, wirklich hartes Brot heute, aber wie Alex schon sagte, anscheinend ist da was dran, weil meine Köder waren recht schnell geführt und wo sie hinterher kamen, aber sie haben nicht zugepackt. Ja, vielleicht sollte ich auch mal langsamer kurbeln. Was man dazu auch sagen muss, beide Fische haben auch fast direkt vom Boot gebissen. Ich sag mal so 3, 4, 5 Meter vom Boot weg. Also die scheinen entweder ein Stück mitgekommen zu sein oder, weiß ich nicht, hier ein Stück weiter im Tiefen gestanden zu haben. Aber wer weiß, wie es tatsächlich gewesen ist, ne? Nobody knows. Nobody knows. Oh. Alex hat gefragt, du darfst was erzählen zu heute. Ja, Freunde, auch wenn es nur ziemlich kleine Forellen waren, wir haben zumindest was ans Band gekriegt. Ein, zwei Nachläufer hatten wir noch, Timo. Ja, ja. Auch noch einen schöneren Nachläufer gehabt. Aber wie das immer so ist, es sind nur die Kleinen hängen geblieben. Von daher haben wir diese kurze Tour, die wir heute gemacht haben, relativ erfolgreich abgeschlossen. Geht besser, geht aber auch schlechter. Ja. Wir hatten ja ein bisschen mit den Wetterbedingungen zu kämpfen gehabt. Der Wind kam ein bisschen nördlicher als vorhergesagt. Also dementsprechend ist er auch ordentlich reingerollt in die Förde. Also das war, also wirklich selbst in der Innenförde, das war kein schönes Angeln. Der Bugmotor hat zu kämpfen gehabt. Wir haben da ordentlich rumgetanzt und ja, wir hatten zum Schluss hatten wir einen Spot gehabt, wo wir einigermaßen Ruhe hatten. Da hat Alex dann nachher auch gefangen. Das war es dann aber auch. Und dementsprechend waren wir so knapp 3 Stunden auf dem Wasser. 3 Stunden haben wir gefischt. Ja, und jetzt sind wir wieder an Land und rüsten gleich ab und würde sagen, schönen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Kurzvideo von unserem Kurzturn gefallen hat, dann wie immer lasst ein Abo da, liked, teilt das Video gerne, würde uns freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Folge wie Hook It, Project Sea Trout oder ein neues How-To, ist ja auch noch in der Pipeline, die 72er von Alex. Das wird auf jeden Fall danach auch noch kommen. Und ja, wir würden uns wie gesagt über ein Abo freuen und ja, ich überlasse das allerletzte Wort Alex. Petri, Freunde, es war mir eine Ehre, dass ich wieder auf diesem schönen Geschoss mitfahren durfte.